Hey Leute, willkommen zurück zu The Coma. Ich habe jetzt, hier, ich zeige euch das mal. Hab beim Hauptmenü angefangen, guck mal hier, Language, Achtung, ist total bescheuert. Es gibt Koreanisch, Russisch, Französisch, Thai, Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch und Englisch, aber kein Deutsch. Cool, ne? Ja. Ja, aber ich find's gut, dass es euch gefällt, das Spiel. Hallo, kann ich mal zurück, danke. Ja, denn ich habe aktuell leider nichts, weil ich anderes spielen kann. Aber, wie gesagt, es freut mich, dass es euch gefällt. Und ich habe die Facecam mal ein bisschen angepasst. Heißt, ich habe sie etwas dunkler gemacht. Schwarz-weiß und durchsichtig. Denn ich finde, das passt jetzt besser. Ich kann sie gerade noch ein bisschen kleiner machen. Warte mal. Mal ein bisschen kleiner noch. Vielleicht auch ein bisschen heller. Also ich versuche das jetzt alles so on the fly, weil es ist alles ein bisschen kompliziert gerade. Ein bisschen heller. Ist so gut, dass man vielleicht meinen Mund erkennt und nicht nur als schwarzes Loch wahrnimmt. Warte mal, ich mach vielleicht Basecamp ein bisschen breiter, dann seht ihr zwar meinen Schrank und die Softbox, die noch drauf liegt, aber naja. So sollte jetzt, glaube ich, passen, oder? Dann spielen wir weiter The Coma, Leute. Was haltet ihr davon? So, gut, also wir sind im Klassenzimmer, im 1E und ich habe hier noch ganz viele tolle fancy Sachen aufgemalt. Da seht ihr, ja, das ist die Flöte, die wir an der Wand gesehen haben. Taschenlampe können wir an- und ausmachen. Lass ich mal an. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, dass wir die vielleicht später ausmachen. Aber noch können wir sie, glaube ich, anlassen. Ja, hier zum Beispiel. Da sind eine Flöte und diese Griffe darauf. Und sie halt greifen muss. Oh, wir gehen mal hier durch. Ist fest verschlossen. Ich würde mir weiterhin Mühe geben, das zu übersetzen. Ich weiß, es ist nicht jetzt unbedingt die beste Übersetzung. Aber immerhin habt ihr so ein bisschen dann deutsche Übersetzung und nicht jetzt alles in Englisch. Das wäre vielleicht etwas blöd. Es ist viel zu ruhig hier. Hallo, ist da jemand? Hey. Missong? Missong, sind Sie das? Missong. Willst du, dass ich sie bin? Okay, was? Es tut mir leid, ich habe unser Treffen verpasst. Ich bin so ein Idiot. Ist alles okay? Sie sehen irgendwie ein bisschen bleich aus. Gute Frau. Ja, mein Lieber, alles ist okay. Warum kommst du nicht etwas näher? Würdet ihr uns jetzt abstechen, oder? Oh, ja, da geht's los. Ich kann mein Glück nicht fassen, aber ich denke, ich soll's nicht zu weit treiben. Hey, wollen wir für morgen was ausmachen? Ich meine, ich kann sie kaum sehen. Komm zu mir. Was? Komm her! Oh nein! Ah! Ich kann nicht rennen! Hilfe! Er hat mich geschlagen! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Die sind im Weg! Ich muss irgendwie ins Badezimmer! Oh Gott! Oh mein Gott! Missong hat komplett den Verstand verloren. Was soll ich denn tun? Um mich zu verstecken, finde ein leeres Objekt und drücke E. Ja, mach doch! Oh Gott! Ja! Oh, ist sie weg? Um mich zu zeigen, drücke E. Oh Gott, oh Gott. Denn hier. Es ist so dunkel und gruselig. Fühlt sich an, als würde die Schule durch eine endlose Leere schweben. Ist das Wasser? Alter, das ist doch Tutorial, glaube ich. Aber ich meine, was zur Hölle ist das? Das ist ein Stuhl. Ich werde mal alle Toiletten aufdrehen. Oh. Ich habe eine Notiz gefunden. Warte mal. Mit N, ne? Ja. Twisted Love. Ja. Was? Wie viele andere Typen hier auf der Seva habe ich mich schwer in Mina verguckt. Sie ist immer so nett zu mir. Ich weiß, ich bin nicht sehr hübsch, lustig oder klug. Warum sollte sie sich für einen fetten Geek wie mich interessieren, wenn sie schon jeden in der Schule haben kann, den sie will? Ich weiß, dass dieses Arschloch Myung Gil immer an ihr dranhängt und ich halte es nicht aus. Ich muss aber nicht Angst vor ihm haben. Jetzt, da ich diese neuen Kräfte habe, kann ich diese Belästigung endlich ändern oder verhindern. Vielleicht dann wird sie sich für mich interessieren. Geschrieben von Seho Gil. Das war doch der Nerd bei uns aus der Klasse, der ein Kumpel von uns ist. Oh Gott, nein, wird er jetzt auch verrückt? Sind alle verrückt geworden hier? Die Lampe ausmache, sehe ich halt nichts. Oh, holy shit. Ich glaube, dieses Teppichmesser war in Blut gebadet. Die hat irgendwie krank ausgesehen, wie eine kranke Succubus oder so. Verdammt, Jungho.
Du solltest lieber hier raus. Das kann nicht wahr sein. Ich muss träumen. Es ist nur natürlich, dass meine Paranoia jetzt irgendwie in so einem gruseligen Albtraum zurückkommt. Okay. Sich selbst zu hauen, das bringt nichts. Sich selbst alle zu klatschen. Die Polizei, ich bin so ein Idiot. Okay, bleib ruhig. Oh, was? Nein, warte, was? Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen. Verdammt, warum? Ja, M, um die Map zu checken. Okay, wir sind gerade hier. Ja, meine Klasse. Und die Türen wissen wir nicht. Aber es ist sehr übersichtlich, sag ich mal. Es gibt noch ein Main Building. Können wir aber nicht hin. Ne, wir haben nur die Main Map. Main Building Map. Oh, das ist cool, Leute. Mir macht's richtig Spaß jetzt schon mal. Das wird richtig fantastisch. Das wird richtig gut, sage ich euch. Wir haben sehr viel Spaß hier. Ihr und ich. Hoffe ich. Okay, Klassenzimmer 1F. Vielleicht sollte ich mir Notizen machen. Da kann man ja gar nicht wieder speichern. Sehr gut. Mache ich gleich mal hier. Alright, yes. Okay, na, ich freue mich. Es wird grandios, glaube ich. Hoffe ich. Ach ja, ich muss immer gedrückt halten. Eine Flasche Wasser habe ich gefunden. Interessant. Da kann ich mich wohl mit heilen, ha? Huh? Also pickpocketed. Pickpocket einmal mal. Die Musik ist gut, oder? Also ich finde die Musik richtig gut, wollte ich nur mal sagen. Ist alles voller Blut, Kinder. Ist noch eine Tasche? Kann ich die durchsuchen? Nee. Das sieht alles so aus, als könnte ich es benutzen, aber irgendwie kann ich nichts benutzen. Was? Es gibt keine Loser, nur langsame Starter. Jeder lernt auf seine eigene Weise. Mach einfach weiter und bleib an der Klasse. Erinner dich dran. Mach so weiter, dein Lehrer. Go for it. Niemand will in der 1F sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit den Schülern oder mit dem Lehrer zu tun hat. Gott, kommt die wieder? Ist das immer so random, wie die auftaucht oder was, die Lehrerin? Also hier müssen wir nicht reingehen. Der Zettel hier überall hängen. Oh Gott, ein Song! Ich glaube, ich habe da was gehört. Hat da geknarzt. Oh Gott. Ich werde jetzt auch nicht an jeder Tafel speichern, das ist ja Quatsch. Wenn ich vielleicht ein bisschen Fortschritt habe. Ich habe eine Notiz gefunden, sehr gut. Schule im Wahn, im Wahnsinn. Diese Schule, was? Die Schule, durch die sie mich geführt hat, scheint nicht real zu sein. Das ist nicht die Seva, also die Schule, die ich kenne. Die Hallen sind so dunkel und irgendwie unheimlich. Eine gruselige Atmosphäre hat sich hier breit gemacht. Ich habe das Gefühl, als wenn wir zusammenbleiben, wir gut davonkommen werden. Ich denke, ich bin immer noch etwas desorientiert, aber ich vertraue ihr. Wem denn? Miss Song? Ich habe eine Flasche Wasser gefunden, sehr gut. Und eine, was? Eine Valentin Chocolate Bar. Also ich habe eine Schokolade gefunden. Wie geht das nochmal mit Q? Oh Gott, wie kriege ich nochmal das? Hä? Ich hab B gedrückt. Ach ja, B war es. Das dauert immer ein bisschen. Hier, guck mal. Was gibt's hier? Energy to move. Und hier? Great way to reduce your thirst and refresh your mind. Okay, das ist wahrscheinlich der Balken drunter unter den Herzen. Und das hier ist meine Lebensenergie. Genau. Oh, hier kann ich mich drin verstecken. Für den Notfall. Muss ich mir merken, vielleicht. Oh, Kinder, ich will nicht. Oh, schnell hoch. Hast du sie gehört? Hast du sie gehört? Sie war schon hinter mir. Fest verschlossen. Oh, shit. Oh, ist überall Blut? Ist verschlossen. Was? Ah! Nein! Ah! Nein, 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 nein! Die taucht einfach auf! Nein, nein, nein! Ich wollte runter! Nein, nein, nein! Ah! Nein, nein, nein! Geh doch! Geh doch, geh doch, geh doch! Geh doch, geh doch! Ah, hier rein! In den Schrank, Mann! Oh nein, da ist sie! Oh komm schon, die Frau rennt sich die ganze Zeit hier rum und sucht mich, oder?
Nein, 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 der ist hier wieder. Oh, komm schon. Miss Song, bitte gehen Sie. Oh nein, 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 geh, geh, geh. Oh nein! Oh nein! Ich muss auf die Toilette. Ganz schnell. Nein! Geh doch, geh doch, geh doch. Nein! Okay, sie hat mitgekriegt, wo ich hin bin. Das ist immer schlecht. Ich muss schleichen. Nein! Du hast blockiert die Tür. Nein, geh doch raus, Mann! Nein, irgendwas blockiert sie. Oh nein, das ist so mies, ich sterbe. Ich werde draufgehen, Kinder. Ich hätte noch ein Herz. Nein! Nein! Okay, ich bin tot. Oh, sieht sie nett aus, oder? Miss Song. Das ist eine nette Frau. Wow, man kommt dann echt nicht mehr so wirklich weg. Ich meine, ich bin vielleicht einfach mal zu früh rausgegangen. Das war ein Fehler, aber... Gott. Nichts drin. Habe ich die Notizen noch jetzt? Ja, die Twisted Love habe ich zumindest noch. Oh, ist das mies, oder? Nein. Die ist jetzt gerade draußen. Sucht mich. Oh Gott, was ist sie denn? Hier drin? Ich glaube, sie ist gerade reingegangen, oder? Die 1E. Oh, hier nochmal Pickpocket. Ja, die hatten wir schon, ne? Das ist die School of Madness. Hier, guck mal. Wasser. Und eine Chocolate Bar. Hier. Eine Notiz, die lese ich oben, Kinder. Ich glaube nicht, dass die Zeit währenddessen stehen bleibt, oder? Bleibt sie? Seva High School. Seva High School heißt dich willkommen. Unsere, ja, Schülersprecher oder unsere Schülerführer. Ja, ja, ich weiß, hört sich komisch an. Aber sorgen dafür, dass du hier akzeptiert wirst auf der Universität und garantiert dir eine, und die Universität garantiert dir eine strahlende Zukunft. Ich kann gerade nicht, ich kann mich hier konzentrieren. Unsere Schule hat schon viele Preise gewonnen und ist mit den State-of-the-Art-Einrichtungen ausgestattet. Wir haben sehr viele talentierte Lehrer und eine reiche Geschichte des Erfolgs. Keine, ja, von wegen, keine Schläger, keine Fall, keine Versager als Schüler oder ungewollter Druck wird hier ein Hindernis sein für deinen Erfolg. Komm zur Seva High School für eine bessere Zukunft. Ja, ist schon klar. Schon wieder, ne? Ist verschlossen. Verschlossen. Ach, hier kann ich rein. Das ist der EDV-Raum? Oh, guck mal hier. Eine Chocolate Bar.
Eine Münze. Nichts hier. Nein, schreibt er. Ja, nee, komm, lass. Pfeif drauf. Ist gerade draußen, ne? Verschlossen. Ich traue mich jetzt nicht, was zu lesen, Kinder. Verschlossen. Hier. Eine Notiz. Wie sie aber auch immer wieder hier unterwegs ist und mich sucht. Hier. Eine Notiz, noch eine. Ich lese die gleich. Eine Münze. Irgendwas blockiert. Was? Sogar in der Nacht sollte ich draußen was sehen können. Warum ist es so dunkel? Oh Gott, so, jetzt lesen wir erstmal die Notizen, Kinder. Oh, Medical Center. Die Schwester Na ist so jung und heiß. Ich habe gehört, sie ist in ihren Mitzwanzigern und es ist ihr erster Job hier an der Schule. Lass uns einfach mal so formulieren, nach ihrer Ankunft sind plötzlich ganz viele Studenten krank geworden. Eieieiei. Ich glaube, das könnte etwas miteinander zu tun haben. Ja. Hey, Teacher, Mr. Ma. Hallo? Ja, der Direktor, Mr. Ma. Viele Menschen kennen nicht mal seinen wirklichen Namen. Der Lehrer ist bekannt, also der Direktor ist bekannt als Mad Dog, weil er wirklich verrückt zu sein scheint. Sogar wenn er nur irgendwelche Anzeichen von Rauchen, Trinken oder halt Bullying sieht, dann wird er wahnsinnig, dann wird er wütend. Manchmal ist Angst eine gute Waffe, aber das ist alles, was er kennt. Er ist mehr so der konservative Typ, der nicht wirklich seine Studenten mag oder appreciated, also der sie akzeptiert. Er denkt, er ist ein Rocker, aber er verhält sich mehr wie ein Drill Sergeant. Dieser Typ ist einfach verrückt. Okay. Also sie war gerade hier. Das ist doch scheiße, die rennt jetzt die ganze Zeit da draußen rum. Was soll ich denn machen? Gleich ist sie wieder da, Mensch. Warte mal. Okay, also ich sehe nicht, wo die Räume zu oder offen sind. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Daneben ist noch die Cafeteria. Main Building, aber ich glaube nicht, dass ich da weiterkomme, oder? Problem ist, ich kann in dem Menü irgendwas machen und die Zeit läuft immer noch weiter. Das wisst ihr, ne? Das ist das Schöne daran. Ja, sie nicht. Ich muss immer so ein bisschen lauschen, ob sie vielleicht draußen auf dem Gang rumläuft. Wir können die Cafeteria. Hier ist sogar Musik. Ey, wenn das jetzt so eine Art Safe Room ist, das wäre der Wahnsinn, Kinder. Ey, vor allem. Ey. Hier ist ein ganz komisches Testbild hier. Noch eine Notiz habe ich gefunden. Mysteriöses Mädchen. Ich bin in ein mysteriöses Mädchen reingelaufen. Ich habe sie noch nie hier gesehen und sie ist auf jeden Fall die heißeste an der Seva. Aber sie hat sich nicht hierher verirrt. Als sie Augenkontakt aufnahm, habe ich mich verliebt. Der Seho schon wieder. Eine Münze. Auch eine Notiz, ne? Ja, noch eine. Sie hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, du bist am Leben. Ich hätte niemals so etwas erwartet. Sie hat mich hier aus dem Klassensaal geführt und in die dunkle Halle der Schule. Irgendwie habe ich gewusst, dass alles okay sein würde, weil sie bei mir war. Da ist sie ja. Hat sie die Hände verbunden.
Was? Defespresso-Coffee. Was ist das denn schon wieder? Die Taste nicht so gut. Der Laptop ist ein bisschen komisch. Okay. Warte mal, wo sind wir jetzt? Hier, Despresso. Nice caffeinated beverage. Good for students who have trouble staying awake. Ah ja, sehr gut. Hätte ich auf jeden Fall, also ein Stamina davon ab, zu sinken. Und hier? Ja, cool. Das ist sehr cool. Da können wir nämlich echt weit sprinten, wahrscheinlich. Won. Die heißen Won, die Währung. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es schwierig, was für 500 Won zu kaufen. Aber die Cafeteria hat einen Discount für Studenten. Ach, das ist ja schön. Hätte ich was aus der Vending Machine. Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an White Day, ne? Das habt ihr auch geschrieben in den Comments. Wenn es so ist wie White Day, dann seid ihr dabei. Das hoffe ich doch auch. Ich habe White Day echt gefeiert. Ich könnte es immer wieder spielen. Also eigentlich schon, ne? Das war jetzt nicht unbedingt sehr gut, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist schon der dumme Hausmeister, ne? Ja, ja. Ist verschlossen. Ich wollte nochmal kurz gucken, was es noch gibt. Ich wollte schon mit ihr reden, keine Sorge. Aha, hier kann ich mir Wasser kaufen. Was kostet ein Taui? Was? Ich habe nicht so viel. Was denn? Antidote, helpful to neutralize poison? Will stop bleeding of a small wound? Was? Warum verkaufe ich sowas in der Vending Machine? Seid ihr scheiße? Was ist das für eine Schule? Von wegen, hier sind keine Bullies akzeptiert und so weiter. Oh, es gibt Burger. Ein Zewa Burger. Der beste Burger der Schule. A regular staple for students to skip breakfast. Ja, gute Nahrungsergänzung für Studenten oder für Schüler, die das Frühstück skippen. Aber hier. Chips. Immer Deve, ne? So eine Marke hier von der Schule. Deve Espresso. Ach nee, warte mal. Die Entwickler heißen nur irgendwie Deve Game, irgend sowas. Das ist halt einfach nur ein Gimmick hier. Ist deine Angst, während du diesen crunchy Snack zu dir nimmst? Lass aber niemanden hören, wie du laut diese Chips kaust. Das wäre echt ein Nachteil. Am Ende kommt die, wenn ich die esse. Aber es gibt mehr Lebensenergie, genauso der Burger. Steht aber auch nicht wie viele, ne? Steht einfach nur plus Herzen. Lass ich mir vielleicht mal irgendwie merken. Ich schätze mal, die geben 500. Die für 500 geben halt eine. Warum kann ich mir das... Das Rot, ich meine, halt der Preis. Aber Rot heißt doch eigentlich immer, dass man sich was nicht leisten kann, oder? Naja, egal. Wir reden mal mit der guten Frau hier. Mit dem Mädel, mit den verbundenen Handgelenken. Ach hier, Devespresso Coffee. Taste good. Good. Naja. Hey, Jesol, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Du lebst noch? Interessant. Gerade so, Miss Song hat mich attackiert. Mit einer verflixten Teppichmesser. Mit so einem Cuttermesser. Die hat versucht, mich zu töten. Wir müssen zur Hölle nochmal raus hier. Was machst du denn hier überhaupt? Beruhig dich doch mal. Ha, Panik wird dich nur umbringen. Oder ist es das, was du willst? Wie zur Hölle soll ich hier ruhig bleiben, Mensch? Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Jetzt bleib doch mal ruhig und halt den Mund. Du glaubst doch nicht wirklich. Nee, ich glaube langsam, du willst, dass der Killer uns hier findet. Killer? Okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, Miss Song scheint ein bisschen verrückt zu sein, aber... Naja, vielleicht ist es einfach so während der finalen Prüfung. Sie ist eine wirkliche Gefahr. Ich will nicht noch mehr Zeit damit verschwenden, dich zu überzeugen. Deine Miss Song ist auf jeden Fall verantwortlich für das ganze Unheil, was hier in der Schule passiert. Ist sie? Oder sie könnte verantwortlich sein. Du bist hier aus einem Grund und du kannst nicht einfach so gehen. Was? Was? Alles, was hier passiert an diesem dunklen Ort, ist verbunden mit unserer echten Welt. Etwas hat dich hierher gebracht und wenn du wieder gehen willst, dann musst du herausfinden, was das ist. Suche nach dem Schlüssel, um einzutreten und den Ort hier zu verlassen. Was? Dunkler Ort? Schlüssel? Ich meine, hörst du dich überhaupt selbst reden? Du verarschst mich doch, oder? Du hast gesagt, der Killer sieht aus wie dein Lehrer. Warum sie? Das musst du wahrscheinlich rausfinden, bevor du hier einfach draufgehen wirst. Was meinst du, er sieht aus wie sie? Ich dachte, ich wollte Miss Song nach der Klasse treffen. Aber ich bin während des Examens eingeschlafen. Sie hat mich seit ich aufgewacht bin, verfolgt. Das Ding ist nicht Miss Song. Vielleicht hat dieser Ort hier was mit ihr getan. Und es ist irgendwie verbunden mit deinem Lehrer, um dieses Mysterium aufzuklären. Warum suchst du dir nicht ihren Schreibtisch und schaust mal rein? Vielleicht findest du was. Ihr Schreibtisch ist im Lehrerzimmer. Das ist irgendwo im Hauptgebäude. Und das Schloss ist versiegelt. Also es ist verriegelt alles. Verriegelt und verrammelt. Warum sollte ich überhaupt danach suchen? Oder nach was sollte ich überhaupt suchen? Ich bin schon weiter als du.
Ich habe diese Notiz gefunden, die sagt, dass ein Student von 1A den Schlüssel genommen hat. Die Notiz sagt auch, auf der Notiz steht auch der Passcode, den man braucht für die Tür. Was ist mit dir? Ich meine, die Cafeteria ist nicht unbedingt der sicherste Ort, um hier einfach mal so ein bisschen Chill-Out zu machen, ne? Warte mal. Warum kennst du dich überhaupt hier aus? Ich habe meine eigenen Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Geh du einfach nur zur Klasse 1A und sieh nach dem Schlüssel. Wir sehen uns dann, Jungho. Ja, klar, ne? Versuch einfach nicht abgestochen zu werden. Okay, das ist sehr interessant. Nicht. Das ist einfach nur krank. Woher weiß die Bescheid? Das ist irgendwie so wie ein White Day. Die weiß auf jeden Fall irgendwas und die will uns das nicht sagen. Ich liebe koreanischen Horror, Leute. Liebe es. Deswegen, ich danke euch immer fürs Zusehen. Es wäre saucool, wenn ihr weiter dranbleibt und mir das Video nett bewertet mit dem Däumchen nach oben. Und was schreibt dazu? Was denkt ihr? Wird's gut? Wird's weiter den Standard halten, den es hier verspricht? Ich hoffe doch, weil ich habe gerade echt Spaß und ich will wissen, was los ist, Leute. Unbedingt. Krass. Geile Sache. Wir sehen uns wieder zu The Coma Cutting Class beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.